From Nose to Tail, das ist der Name vom ersten Workshop, der von Proviant, der Branchenorganisation für die Schweizer Fleischwirtschaft, organisiert worden ist. Ein Anlass, wo es um Nachhaltigkeit in der Fleischverarbeitung geht. Denn das Konsumverhalten gegenüber Fleisch hat sich in den vergangenen Jahren massiv geändert. Weniger edle Stück finden heute kaum noch den Weg auf den Teller. Gerade mal 37% eines ganzen Rindes zählt bei den Konsumenten zu den beliebten Stücken. 63% wie die Innereien werden verschmäht. So kann und darf es nicht weitergehen. Das sagt die fleischverarbeitende Industrie. Nose to Tail, mehr als nur eine Trendbewegung. Das Thema bietet ein grosses Potenzial. Und die Branche sieht das Potenzial und will hier die Verantwortung wahrnehmen. Es geht ja nicht nur um einen Trend. Es geht um Interessen der Branche, die Ressourcen, die da sind, die man heute nicht nutzen oder ungenügend nutzen, dass man das eben ausschöpfen kann. Nicht die Bedürfnisse der Endkonsumenten steht bei dieser Debatte im Vordergrund. Hier findet ein Austausch unter Experten statt. Das Thema Nose-to-Tail stößt auf offene Ohren. Es ist auch ein dankbares Thema. Es ist vielleicht nicht zuletzt auch der Grund, wieso dass man auch so ein Thema gewählt hat für ein Branchenprojekt. Es bietet für jeden Betrieb, egal, ist ein Gastronom, ein Detailhändler, eine Metzgerei. Es bietet wirklich für jeden die Möglichkeit, sich zu engagieren. Für jeden hat ein Potenzial dort drin. Das ist das Spannende. Das Thema ist so viel breit, man kann so viel in die Vollverwertung von diesen Schlachttieren, eben Nose-to-Tail-Eating, reinpacken, dass sich jeder wiederfindet. Nose-to-Tail ist an und für sich nichts Neues. Jahrhundertelang hat man sich nach diesem Grundsatz ernährt. Zu einer Zeit, als Fleisch noch ein Luxusgut war und nur sonntags auf den Tisch kam. Es ist natürlich ein Thema von effizienter Ressourcennutzung, dass man eben das ganze Tier isst und auch ethisch nötig, dass man das ganze Tier isst, das man ja auch müssen umbringen, töten, schlachten, damit man es essen kann. Von dem her, glaube ich, spielen hier gastronomische Trends, Bedürfnisse und Gelüste von jungen Menschen und eben nachhaltige Entwicklung einher. Christoph Jenzer gehört noch zu den wenigen Metzgermeistern, bei denen Nose to Tail schon lange Programm ist. Aus der Not macht er eine Tugend, wie zum Beispiel mit der Verarbeitung von ausgelassenem Speck zu Grebenschmalz. Es gibt wirklich Sachen, wo man sagt, hey, was machen wir mit dem? Wir haben den Tiefkühler voll und man macht daraus eine neue Spezialität. Und andere Produkte ist es so, dass es ein Kunde von uns angefragt hat. Also Grebenschmalz war nicht meine Erfindung, sondern es war ein Kunde, der einen kleinen Produzent gesucht hat, der das überhaupt noch machen kann, wie es im Glas drin ist, also im Weggläschen, wie wir das machen. Einer der wenigen Gastronomen des Workshops ist Jürg Bischof. Bischof ist Metzgermeister, Küchenchef und Gastgeber im Restaurant 1871 in Luzern. Er setzt voll auf die Rasse Evolena, die sogar von Nose to Tail auf einer speziellen Speisekarte angeboten wird. Das Nose to Tail-Konzept hat allerdings einen Pferdefuß. Es fehlt oft das Fachwissen, was die Verarbeitung und Zubereitung der weniger beliebten Stücke anbelangt. Jetzt erwartet man eigentlich wieder, dass jeder das kann, auch von den Metzger, bei den Köchen. Das wird wieder eine Aufbauphase brauchen, wo man in der Lehre, in der Küche, in den Wanderjahren nach der Lehre, das muss wieder lernen und ein bisschen vertiefen. Und ja. Die Entwicklung ist halt auch dort weitergegangen. Also die werden heute auf etwas anderes ausgebildet als vor 30, 40 Jahren. Und das gilt es wieder, das alte Wissen, dass das nicht vergessen geht, halt wieder reinzubringen. Und zwar nicht nur bei den Gastronomen, auch bei den Fleischfachleuten. Also schweizweit ist es so, dass es riesen Industriebetriebe gibt, die keine Lehrlinge mehr ausbilden. Und das gibt natürlich ein riesen Defizit in der ganzen Branche. Die Nose-to-Tail-Initiative von Proviant ist eine beherzte Angelegenheit, die in der Branche noch viel zu diskutieren gibt. Am Branchenanlass wurde aber nicht nur über Nose-to-Tail diskutiert, sondern auch entsprechendes kredenzt.